Hallo und herzlich willkommen zurück zu Thief im Glockenturm. Ja, das letzte Kapitel war ganz schön herausfordernd, ganz schön anstrengend und meine Güte, wir sind auf den Diebesfänger-General getroffen und der hat uns leider unsere Hand verletzt. Das sehen wir jetzt gerade nicht. Ich glaube aber, dass man das sieht. Wir haben den nächsten Auftrag, wir müssen Besso treffen im Sirenennest und das werden wir jetzt auch gleich mal tun. Ja. Und vielleicht schaue ich auch gleich mal beim Shopmaster vorbei. Wer sein Heil in der Flucht sucht, lebt mitunter länger. Das könnte stimmen. In der Stadt kannst du dir mit Aufträgen etwas dazu verdienen. Mit den Hunden des Barons. Die Revolution hat begonnen. Zeit für die Stadt der Dämmerung zu begegnen. Da macht man gut Schafskittel. Die Götzen scheinen genug zu haben und töten jeden, der nicht zu ihnen gehört. Mich eingeschlossen. Ich sollte jede Konfrontation meiden. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Jetzt sind zwar die Leute des Barons nicht mehr... Ich hatte die ganze Zeit vor der Nase so ein Schild und hab's nicht mitgenommen. Ja, jetzt haben wir zwar nicht mehr die Leute des Barons am Hut, dafür aber diese komischen Gesellen, diese Anhänger da von, weiß ich nicht, Orion? Sind das Orions Anhänger oder sind das selbsternannte Scharlatane und Rächer und Märtyrer und weiß ich nicht? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall sind sie mindestens... Oh, da sieht man es tatsächlich. Die Hand ist ziemlich verletzt. Stone Market Glockenturm. Und wieder ein Sammlerstück gefunden. So, da kommen die Hans Dampfen wieder zurück. Mal alles hinsetzen. Hier so. So schon besser. Na, das kann ja was werden mit denen jetzt. Dann geh was essen. Die Eintopfküche soll gut sein, habe ich gehört. Bleiben die da stehen? Nee, ne? Nee. Nö. Da hast du niemand gesehen. Was ist das für ein Herzsymbol da unten? Es ist gekommen! Der Bergfried ist gefallen! Der Eisentyrann flieht verängstigt vor den Götzen! Toll, und die Götzen sind so viel besser. Bewaffnet euch mit Glauben und streckt die Unterdrücker nieder! Heute den... Besso ist nicht mehr hier. Das haben wir, glaube ich, schon. Okay, das sind also immer die gleichen. Okay. Die Stadt jetzt gehört! Ach, hör auf, hier rumzuschreien. Verfolgt jeden Schwarzkittel! Stöbert sie auf! Halt die Klappe. Tag, der Herr. Ich würde gern was kaufen. Für all eure ruchlosen Bedürfnisse. Das will ich doch wohl hoffen. So, 6 von 7. Komm, da kaufen wir mal einen. Sind wir voll. Warte mal, wir könnten rein theoretisch mal gucken. Werkzeuge in Upgrades, Köcherkapazität kostet 2500. Aber es ist definitiv nützlich. Wir kaufen das einfach mal. So. Jetzt haben wir noch 723 Gold. Wir könnten das noch holen und wir könnten das noch holen. Alles andere können wir leider knicken erstmal. Das holen wir uns später. Wir decken uns jetzt erstmal wieder mit Pfeilen ein. So. Voll. Sägezahn. Ah. Okay. Sägezahnpfeil? Ist das der normale? Ach, das ist der normale, glaube ich. Oder ist das der normale? Ich weiß es gar nicht. Feuerpfeile haben wir 5 von... Ja, komm, wir kaufen erstmal das, was wir am dringendsten brauchen.
Das zum Beispiel. Die hier können wir auf jeden Fall kaufen. Hat er keine mehr. Schade. Kriegen wir nicht voll. Seilpfeile, definitiv. Stumpfer Pfeil. Okay, komm. Kaufen wir uns Leuchtbomben. Haben wir 2 von 5. Mohn, 2 von 5. Nahrung, 2 von 5. Komm, da kaufen wir uns auch nochmal dazu. Wir finden garantiert noch. Wir finden da garantiert nochmal welches. Deswegen mache ich das jetzt nicht ganz voll. Das ist, glaube ich, ein bisschen sinnlos. Stumpfer Pfeil, haben wir voll. Seilpfeil, haben wir voll. Erstickungspfeil, es sind keine mehr da. Wasserpfeile, voll. Explosionspfeile, haben wir einen. Nee, das wollen wir nicht. Aber Feuerpfeile sind, glaube ich... Da holen wir uns mal, dass wir 10 Stück haben. Sägezahnpfeile, Breitkopfpfeile, das sind die Schadenspfeile. Okay, davon haben wir 2 von 8. Okay, mehr haben sie nicht. Mehr hat er nicht. Na gut. Ja, da können wir uns sowieso nichts mehr leisten. Haben wir irgendwas, was wir nicht brauchen vielleicht? Nee. Nee. Okay, dann würde ich sagen... In den Schatten. Ja, dann würde ich sagen... Haben wir das erstmal erledigt. Und wir haben ja noch einen Fokuspunkt gekriegt. Warte, jetzt muss ich mal gucken. Wie war das? Fokus-Upgrades. Genau, wir haben einen Fokuspunkt. Intuition haben wir vollständig. Geschicklichkeit. Fähigkeit, arglosen Personen schnell mehrere Objekte zu stellen. Haben wir da Stufe 1 schon? Okay. Da könnten wir vielleicht nochmal einen reintun, weil wir Fokus ja in letzter Zeit doch ziemlich viel benutzen. Okay. Ich glaube, wir nehmen mal nochmal die Effizienz. Sehr schön. So, Fokuspunkte haben wir jetzt keine mehr. Ich weiß, man kann die kaufen. Haben wir schon mal nachgeguckt. Aber für viel Geld. Und ich glaube, das reicht erstmal. Also die anderen Sachen, die kriege ich auch hin, ohne dass ich jetzt besondere Fähigkeiten benutze. Das kriegen wir auch so hin. So, und jetzt müssen wir ins Sirenennest. Nur, wie kommen wir da hin? Kann ich das irgendwo... Warte mal, Ziele. Trifft besser im Sirenennest. Ja, zurück. Wie komme ich denn in die Karte? Halt, warte mal. Moment, Ziele. Ach, das haben wir auch noch nicht gemacht. Zu Vittori. Bring die mechanische Hand zu Ektor zurück. Haben wir das noch gar nicht gemacht? Wir können nur immer eine verfolgen. Ich glaube, das haben wir noch, nee, das haben wir, glaube ich, tatsächlich noch nicht. Das haben wir tatsächlich noch nicht gemacht. Und das ist in der Richtung. Okay, da sind wir praktisch jetzt falsch rausgegangen. Wir müssen praktisch in die andere Richtung raus. Da müssen wir da lang. Tag, Leute. Ich schau nur mal kurz vorbei. Mal gucken, ob wir da... Eigentlich müssen wir da auch so lang kommen. Oder auch nicht. Der Friedhof. Da kommen wir zu der Bettlerkönigin. Müssen wir mal kurz gucken. Gucken wir mal kurz. Ich weiß nämlich gerade nicht mehr aus dem Kopf. Ach, ist das die Ausdauer? Oder ist das wegen der Verletzung? Das kann natürlich sein, dass das mit der Verletzung zusammenhängt. Alten Frau Gesellschaft leisten. Ja. 150 Gold kostet da einer. Okay. Auf Wiedersehen, Garrett. Okay, 150 Gold, das merken wir uns mal. Ich glaube, das mit dem Sprinten hängt jetzt mit der Verletzung zusammen. Wir können irgendwann nicht mehr...
Okay. Ich glaube, das hängt tatsächlich mit der Verletzung zusammen, dass wir gerade ein bisschen eingeschränkt sind, was das betrifft. Und da fällt mir auch gerade wieder ein, diese Obelisken. Diese Obelisken-Geschichte, ne? Die wollten wir auch noch lösen. Und ich weiß immer noch nicht, wie. Vor allem, wie wir zu diesem Obelisken kommen. Ich muss mal kurz auf die Karte gucken. Wir gucken da hin. Aber da ist... Okay, na gut. Das kriegen wir schon irgendwie hin. So, jetzt gehen wir erstmal da durch. Ist dumm, dass wir da immer durch den Ladebildschirm müssen. Tag. Die Zeit des Kampfes ist gekommen. Ach, halt die Klappe. Der Bergfried ist gefallen. Halt die Klappe, du armer Irrer. Eisentyrann, flieh verängstigt. Diese Leute, ne? Eine Katastrophe mit denen. Aha. Na gut. Wir müssen dahinter. Ich konnte ein Bier vertragen. Ach, wirklich. Na gut. Na gut. Dann machen wir das mal anders. Mein Nacken schmerzt. Kommen wir da auch lang? Müssen wir eigentlich auch abkürzen können, ne? Mist. Bin ich natürlich gleich runtergefallen. Ist super. Haben wir super hingekriegt. Wenigstens streifen wir jetzt keine Wachen mehr rum. Ja, okay. Da würden wir wieder nach oben kommen. Mal ganz kurz gucken. Da muss ich mal ganz kurz gucken. Kommen wir da? Ah, da kommen wir auch hin. Aber da gibt es sonst nichts mehr, leider. Da waren wir doch bestimmt auch schon. Guten taten wir ja tatsächlich. Okay. Na gut. Dann. Ja, komm. Kriegst du hin. Ach. Da kann er auf einmal die Leiter benutzen. So, so. Du Held. Vom Erdbeerfeld. Okay, so kommen wir. Ja. Ja, verspiel. Ich hab's verstanden. Hab's verstanden. Na gut. Dann müssen wir da halt tatsächlich da lang. Ach ja, ich erinnere mich. Es gibt ja bloß diesen einen Weg da. Wieso hat der mich gesehen? Wollen wir dann rüber ins Burg? Ich habe das Gefühl, die sind aufmerksamer. Hey, war da eben jemand? Bin sehr unvorsichtig, merke ich selber. Sollte ich eigentlich nicht. Reynards, Coffee, Cotti, weiß ich nicht. Was macht denn der für einen Lärm, sag mal? 44 Meter in die Richtung. Ah, ja, ja. Ich glaube, ich erinnere mich. Okay, hier kann ich leider nicht hoch. Aber hier ist der Shop. Das Geschäft von dem Typen.
Dann gehen wir mal hin. Schauen, was er für uns hat. Vielleicht ein nettes Geschenk. Ich habe zu tun, aber für euch habe ich Zeit. Erledigt. Hier ist die gewünschte Hand. Ah, fantastisch. Hier ist eure Bezahlung, Meisterdieb. Wohlverdient. Mein Metallmann kann nicht sprechen. Einer meiner Dreckskollegen ist mit seinem Kehlkopf abgehauen. Ich habe einen Dieb angeheuert, um das Gerät zu holen. Aber der Idiot wurde von der Wache verhaftet. Mit Amateuren arbeitet man eben nicht. Wohl wahr. Deswegen habe ich auch euch engagiert. Einen echten Dieb. Jemand mit euren Fähigkeiten könnte den anderen bestimmt im Gefängnis finden und ihm den Kehlkopf abnehmen. Das ist, ja, komm, das machen wir mal. Jemand, der meine Arbeit zu schätzen weiß. Die Wache hat diesen dummen Dieb verhaftet. Sucht bei den Wachtürmen und Galgen nach dem Kehlkopf. Okay. Ja, das wird der heiter. Das wird der heiter. Mich interessiert, was es damit auf sich hat. So, weißt du was? Das probiere ich jetzt mal aus. Nee. Geht nicht. Ich kann den nicht schlagen, ich kann den nicht mit Pfeilen schießen. Und jetzt weiß ich auch, was das ist. Das ist ein Nachbau vom Bergfried. Sehr cool. Ich komme leider nur nicht ran. Na gut, dann machen wir halt mal die Questreihe hier. Machen wir mal weiter. Suchen wir mal den Kehlkopf. Können wir ja auch mal machen. Nachdem hier schon die ganzen Aufträge durch die Lappen gegangen sind. Habe ich denn jetzt eigentlich auch die richtige Aufgabe gleich schon markiert? Ziele. Durchsuche die Leiche des Diebs nach... Okay. Das ist ganz da hinten. Na, wow. Na, Prost Mahlzeit. Na gut. Egal. Das machen wir. Das machen wir, weil ich da Bock drauf habe. Okay, das wird nicht funktionieren. Da müssen wir warten. Wir müssen aber auf jeden Fall dahinter. Ich denke mal, wir müssen durch den Crippled Burg durch. Tag hier, Leute. Schau nicht so finster. Der ist ja gefährlicher als der Wachmann. Er ist ja unglaublich. Oder bin ich jetzt hier richtig? Der Bergfried ist gefallen! Der Eisentyrann flieht verängstigt vor den Götzen! Nee, ich glaube nicht. Nee, ich bin hier nicht richtig, tatsächlich. Ich muss woanders lang. Ich muss woanders lang und ich glaube, ich weiß auch wo. Wir müssen wieder nach oben. Na nö. Ist hier richtig? Ja. Wir müssen da hinten nach oben. Da geht's ja nicht lang. Nein. Hier müssen wir nach oben. Wie er nicht nach oben wollte. Ich hoffe, dass es richtig ist. Gott. Können wir durch dieses Dings durch? Mal gucken. Ja, doch. Die sind deaktiviert, okay. Wir waren hier auch schon mal. Wir sind hier, glaube ich, schon des Öfteren durch. Nee. Ah, ja. Wir kommen den ganzen schon näher. Ach, jetzt weiß ich auch wieder, wo ich bin ungefähr. Also so ungefähr. Ja,
es wird ja ein Spaß. Das wird ein Heidenspaß. Huch. Da hat jemand was hingelegt. Da waren wir doch schon mal. Das habe ich gar nicht gesehen. Ich glaube, da kommen wir nicht lang. Da müssen wir aufpassen. Auf die werten Herren. Guckst du weg. Danke. So. Was ist mit unserer Verstärkung? Ich bin die Verstärkung. Es ist niemand mehr da. Was machen wir jetzt? Wir sind geliefert, wenn die uns hier erwischen. Wir kriegen von denen nicht mal einen Karren. Der Bergfried ist zerstört. Er ließ sich nicht mehr halten und jetzt reiß dich zusammen. Kaffeebohnen kaum geht. Ich würde für eine Tasse Kaffee töten. Was macht der Typ? Der liegt halt jetzt mitten auf der Straße rum. Das ist ja sehr gut. Sehr gut. Oxhart Perry. Riversides berüchtigter Pfandleiher. Ich sollte ihn besuchen, bevor er den Kehlkopf an den Meistbietenden verkauft. Sollten wir tun. Hatte Zeit. Da unten lang. Ich sehe schon blicken. Blinken. Blinken, 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 blinken. Ja, putz dir deine Ärmel ab. Was man wohl für das Ziehen der Totenkarren bekommt. Nischt. Südviertel. Ja. Da gehen wir rüber. Halte X, um schnell an Leitern und Seilen hinunterzurutschen. X. Beste Taste. X. Ich will mich nicht beschweren. Immerhin gibt es diese Möglichkeit hier. Oh Gott. 107 Meter. Macht ihr Synchronkotzen oder was? Ich hier eigentlich schon mal. Ja, ich glaube, ich war hier schon mal. Ja. Ich war hier schon mal. Und das hier ist auch bloß ein Geheimraum. Wow, das wird lustig. Das wird echt lustig. Wie kommen wir denn an denen vorbei? Ach, warte mal. Wir waren hier schon mal. Ich glaube, man kann hinten rumgehen. Ja. Ja, doch. Man kann hinten rumgehen. Tag. Sie nicht aufhalten? Oh. Tag, ich leiste mal kurz. Ich bin mal kurz dein Nachbar, ne? Mir geht's so schlecht. Hat funktioniert. Ach, der ist schon wieder da? War der nicht ausgeschlossen? Irgendwas ist anders an dir. Moment, ich hab's. Du stinkst nicht nach Schweiß und Pisse. Ich hab's gerade mit Polly Erd gemacht. Der duftendsten Dockschwalbe von Skinmarket. Ihr Parfüm hängt sicher noch an mir. Ich weiß, wo wir sind. Ich kenne mich wieder aus, ein bisschen. Ach. Ich bin nur kurz auf der Durchreise.
Glaube ich zumindest, dass wir hier so richtig sind. Ja. Da waren wir schon. Haben wir die Tür? Schloss knacken? Waren wir hier noch nicht? Das ist merkwürdig. Habe ich tatsächlich die Tür vergessen oder wie? Das ist ja interessant. Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Kommen wir da auch raus? Ach, das ist Aarons Mühle. Oder? Waren wir hier auch schon mal? Ja, hier waren wir schon mal. Das Geräusch kam bloß einfach nochmal. Ja, ist ja super. So viele Fenster. Ich weiß gar nicht, ob wir die schon alle ausprobiert haben. Nein! Ich hab was gehört. Da war jemand. Nein! Och, Garrett. Du bist so ein Tollpatsch. Wahnsinn. So ein Tollpatsch, der Kerl. Und sowas nennt sich Meisterdieb. Bin ich denn jetzt hier, sag mal? Jetzt kenne ich mich ja gar nicht mehr aus. Das ist ein Seilpfeil. Ah, da geht's zum Haus der Blüten. Okay. Nein. Fuck. Mist. So ein Mist. Es war doch wieder so klar, dass da jemand kommt. Aber er scheint wohl nicht. Oh doch. Komm nicht hierher. Komm nicht hierher. Ich will dich nicht ausschalten müssen. Wer schlägt? Allah! Gib auf! Mann! Was muss der auch da herkommen? Na, das ist selber schuld. Kann ich nichts dafür. Wahnsinn. Diese uneinsichtigen Leute heutzutage. Schön. Sehr schön. Okay, und das war's? Mehr nicht? Na toll. Wir müssen auf jeden Fall da hoch. Wie kommen wir da hoch?
Muss ich mir gerade fragend am Kopf kratzen, wie kommen wir denn da hoch? Herr Kollege, kannst du mir sagen, wie man da hochkommt? Naja. So kommt man da hoch. Allerdings bringt mich das aber nicht allzu viel weiter. Ich muss ja darüber. Ah, wahrscheinlich durch das Fenster. Wahrscheinlich komme ich durch das Fenster jetzt auf der anderen Seite wieder durch das Fenster. Und dann... Ja, das Fenster ohne Ladebildschirm. Und es scheint keiner zu Hause zu sein. Hoffe ich doch. Ja, genau. Dann kommen wir da raus und können da drüben wieder einsteigen. Das ist sehr gut. So lobe ich mir das. Siehste? Siehste? Mond voll, Nahrung voll. Oh, Zeitung. Lasst ab von Protesten. So, so. Ein 4-Gold-Taschenporträt. Ein neues Bild. Das nehme ich mit. Lügenleben, Montonessis Hof. Da hat jemand ganz flinke Finger. Für sowas. Hab ich schon gesehen. Ja, mach das Fenster auf und. Ja, wunderbar. Und da drüben können wir rein. Hallo, Kollegen. Es ist so ein Trampler, ey. Rums, rums, rums. Ich bin ein Elefant und kein Dieb. Und hier können wir auch rein. Das nehme ich alles nur zu gerne mit. Irgendwie sind diese verärmten Häuser, die haben irgendwie mehr als irgendwelche Häuser von irgendwelchen hochspurigen, weiß ich nicht, Typen. Okay, wir müssen da rein. Ja. Da ist der Eingang zu dieser Aufgabe. Und, ja. Ne? Damit die Folge auch ja nicht zu lang wird, würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Und ihr lasst euch am besten überraschen, was jetzt passiert. Ich bin auch mal gespannt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschödelü.